Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Thema: Wann sollte ich Aktien kaufen? Um diese Frage beantworten zu können, ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie die Kurse funktionieren. Bei Kursen ist es ähnlich wie im Supermarkt oder auch bei anderen Preisen. Mit der Nachfrage steigen die Preise. Wenn zum Beispiel viele Anleger ihre Aktien verkaufen wollen, dann geht der Kurs einer Aktie nach unten. Wenn das Interesse gerade sehr hoch an einem Aktienunternehmen ist, weil sie beispielsweise ein neues Produkt rausbringen, dann steigen die Kurse, weil eben mehr Leute nach dieser Aktie fragen. Dies sehen wir auch in dem Verlauf vom deutschen Aktienindex in den letzten 10 Jahren. Dieser Kurs geht immer wieder auf und ab. Und beim Spekulieren, wie wir es hier fürs Planspiel Börse brauchen, ist es eben wichtig, dass man an den Tiefpunkten kauft und an den Hochpunkten verkauft. Wann der ideale Zeitpunkt in den letzten 5 Jahren war, schauen wir uns jetzt auf der nächsten Folie an. Wir sehen, hier unten wäre der ideale Zeitpunkt beispielsweise gewesen, um zu kaufen, und oben am Hochpunkt ist der ideale Zeitpunkt zum Verkaufen. Zwischen Verkauf und Kauf sollte man die Kurse ganz genau beobachten und sich überlegen, wann könnte ein nächster Tiefpunkt sein, zu dem ich einsteige und die Aktie wieder kaufe. Beispielsweise vor der Corona-Krise wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, um zu verkaufen. Und der ideale Zeitpunkt zum Kauf wäre mitten in der Corona-Krise gewesen. Innerhalb von 2 Monaten hätte man hier 20 bis 30% gemacht. Und das ist eben fürs Planspiel Börse entscheidend, um am Ende zu gewinnen. Also macht euch Gedanken, wann ihr einsteigt. Und die Rolle der Psychologie ist hier ganz besonders wichtig. Und welche Bedeutung diese hat, schauen wir uns in einem der späteren Videos nochmal an.